Hallo und herzlich willkommen bei ID Brüssel. Hier habe ich mein zweimonatiges Schlepppraktikum absolviert und alles, was ich gelernt habe, zeige ich Ihnen jetzt. Aber zuerst werde ich mit Ihnen einen kleinen Rundgang machen. ID gibt es hier in Brüssel seit 1961 und zählt heute ungefähr 30 feste Mitarbeiter. Es ist das größte von insgesamt 33 Auslandsstudios und auch das einzige mit eigenen Sendungen. Das Europamagazin und der Bericht aus Brüssel. Das Studio ist hier zuständig für den Benelux und die EU, also den Europarat, sowie die UNESCO, die NATO und WTO. Das Gebäude teilt sich das ARD-Studio mit anderen Rundfunkanstalten. Wissen Sie übrigens, wofür die Abkürzung ARD steht? Achtung! Für die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Hier im Erdgeschoss findet man den ganzen Technikbereich. Hier ist das Büro für das Kamerateam. Das ist die Sprecherkabine. Den Gang entlang, ein Lagerraum, ein Kamera- und Accessoireslager. Hier ein paar Büros. Dann ist hier das Studio. Der zentrale Geräteraum. Die Regie. Und dann, nicht zu vergessen, die Küche. Hier habe ich die meiste Zeit meines Praktikums verbracht. Also im Erdgeschoss, nicht in der Küche. Eine Etage höher findet man unseren Archivar, die Schnitträume, noch eine Sprecherkabine und die Administration. Die zweite Etage dient der Redaktion. Hier arbeiten unsere Redakteure, die Producer, die Autoren, die Korrespondenten, der Studioleiter und das Sekretariat. Ja, so sieht das hier bei meinem Praktikum aus. Eigentlich ganz schön, oder? Aber jetzt wird's spannend. Habt ihr euch nie gefragt, wie die Berichte entstehen und dann die Sendung? Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier bei meinem Praktikum gelernt habe. Zu Beginn entwirft der Redakteur die Sendung. Spätestens 3 Wochen vor Sendung mache ich mir Gedanken, wie die Sendung aussehen wird. Ich sammle eben, was an Aktualität zu diesem Zeitpunkt relevant ist. Ich schaue, was mir unsere Autorinnen vorschlagen. Ich habe sehr gute Autorinnen, die auch schon sehr gut in den Themen drin sind, und schaue, was dann da passt zu diesem Zeitpunkt der Sendung. Der Redakteur hat einen sehr wichtigen Job, der sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Er muss nämlich bei den Berichten und den Sendungen darauf aufpassen, dass alles, was gesagt und gezeigt wird, rechtlich erlaubt ist. Er bestimmt den Ablauf der Sendung, welche Berichte eingebaut werden und so weiter. Wenn etwas Verbotenes gesendet wird, muss er dann die rechtlichen Konsequenzen tragen. Aber was der Redakteur noch alles so macht, zeige ich Ihnen später weiter. Wenn alle Themen feststehen, recherchieren die Autoren über ihr jeweiliges Thema und erstellen dann ein Skript. Sie überlegen sich den Ablauf des Berichtes, was gefilmt werden soll und wie, also eigentlich die Story. Mein Job als Autorin hier im Studio ist, ich mache den Redakteuren Themenvorschläge. Und wenn sie die gut finden, kriege ich das grüne Licht, die zu realisieren. Und das heißt, ich fange an zu recherchieren. Und erst wenn ich das habe, schreibe ich ein Drehbuch, ein kurzes Drehbuch. Und damit können wir dann losziehen in den Dreh. Wenn der Autor mit seinem Entwurf fertig ist, stellt er ein Kamerateam auf, mit dem er dann dreht. Je nach Thema dauern Drehs unterschiedlich lang. Es kann sein, dass man alle gewünschten Szenen innerhalb 2 Tage bekommt. Aber genauso kann es sein, dass man über mehrere Tage filmen muss, manchmal sogar wochenlang, wenn es ein Bericht über eine längere Zeitspanne werden muss. Ihr habt es sicherlich schon verstanden. Als Kameramann muss man sehr flexibel sein. Oft muss man sehr weit reisen, um Stunden und Tage lang zu filmen. Und davon werden schlussendlich nur 5 Sekunden Material im Bericht eingeblendet. Der Beruf ist nicht immer sehr einfach. Kreativität ist gefragt. Wie kann man die Situation am besten als Bild darstellen? Als Kameramann im ARD-Studio Brüssel ist es wichtig, dass man flexibel ist, weil man hier doch zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgrund der Aktualität gerufen werden kann, um zu drehen. Man muss sehr teamfähig sein, weil man oft mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat, mit denen man auch lange Tage verbringt.
Man braucht eine gute Auffassungsgabe, um Situationen schon schnell erkennen zu können und diese dann so zu drehen, dass sie auch zu schneiden sind. Und die Kreativität spielt natürlich auch eine Rolle, dass man die Bilder so gestaltet, dass sie schön aussehen und auch dem Zuschauer gefallen. Wenn alle gewünschten Aufnahmen fertig sind, wird das Material in der Technik eingespielt. Bei dem vielen Material ist es sehr wichtig, die Aufnahmen gut zu sortieren, weil man sonst schnell die Übersicht verliert. Anschließend kann unsere Autorin das Material sichten, verändert teilweise dann noch den Skript und wenn alles fertig vorbereitet ist, kommt ein langer und wichtiger Teil der Arbeit. Jetzt muss nämlich alles geschnitten werden, sodass man so viel Informationen wie möglich in kürzester Zeit zeigen kann. Darüber hinaus muss alles präzise geschnitten werden. Es müssen saubere Aufnahmen sein, die auch sinnvoll gezeigt werden und die das, was dann der Sprecher sagt, auch unterstützen. Während des Schnitts sitzt die Autorin mit dem Cutter zusammen und sagt ihm, wie in unserem Fall ihr, wie sie sich den Bericht vorstellt. Es wird immer etwas geschnitten, dann spricht der Autor darauf, um zu gucken, ob die Bilder zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, und dann wird wieder geschnitten. Manchmal braucht man mehrere Tage, um einen Bericht zusammenzuschneiden, der am Ende nur 3 Minuten dauert. Wenn der Bericht dann fertig geschnitten ist, muss noch darauf gesprochen werden. Entweder spricht der Autor selber oder er beauftragt einen Sprecher, der das dann übernimmt. Bei diesem Vorgang spricht der Sprecher in der Sprecherkabine. Diese ist mit schalldämpfenden Wänden ausgestattet, damit keine ungewünschten Geräusche auftreten. Das Mikrofon ist sehr wichtig. Die Qualität ist sehr hochwertig und man hört jeden Ton. Sogar ein leichtes Schmatzen, wenn man den Mund öffnet. Zusätzlich sieht der Sprecher seinen Film auf einem Bildschirm mit einem Timecode, also die Ablaufzeit, damit er weiß, wann er reden soll. Zuständig dafür, dass das alles klappt, ist die Regie. Hier sitzen während der Aufzeichnung verschiedene Rollenträger. Ganz rechts der Cutter. Er kennt nämlich seinen Film und das Programm am besten. Und das ist wichtig, da direkt auf dem Schneideprogramm aufgenommen wird. Neben dem Cutter sitzt der Mischer. Er arbeitet hier in der Regie und übernimmt diese Rolle, wenn gemischt werden soll. Er schiebt Regler hoch und runter, sodass der Ton immer richtig gepegelt wird. Die Atmo, also der Ton vom Film, muss leiser gestellt werden und der Sprecher lauter, wenn er redet. Wenn er gerade eine Redepause hat, muss die Atmo wieder lauter werden und der Sprecher aus, damit man ihn nicht atmen hört. Man merkt sofort, weil Präsenz zeigen im Milieu. Die dritte Person ist, ja, ihr habt ihn sicherlich erkannt, der Redakteur. Er sitzt da und hört sehr kritisch zu. Jetzt ist nämlich der letzte Zeitpunkt, an dem noch etwas verändert werden kann. Ein Grammatikfehler, ein Schmatzer, der Sprecher ist zu leise eingestellt, eine falsche Betonung. Das muss der Redakteur alles hören. Glücklicherweise muss man den Bericht nicht immer wieder neu anfangen. Man kann da wieder loslegen, wo zum Beispiel ein O-Ton vorkommt. Also ein Interview, bei dem der Sprecher dann eine Redepause hat. Puh, ja, und wenn das alles geschafft ist, dann kommt noch ein wichtiger Teil. Und zwar muss das jetzt alles ausgestrahlt werden. Und das passiert zum Beispiel im Bericht aus Brüssel. Das ist wieder eine Herausforderung. Zuerst wird das Studio vorbereitet. Darum kümmern sich die Kameramänner. Sie stellen die Lichter ein, testen die verschiedenen Kamerapositionen und bereiten alle so vor, dass sie während der Sendung nur noch die Kameras verschieben und die Lichteinstellungen verändern müssen. In der Regie findet die Vorbereitung vom Bild statt. In der Sendung sieht man immer den Moderator, dann einen Bericht, dann wieder den Moderator und so weiter. Das muss alles zum richtigen Punkt eingeblendet werden. Die Berichte werden in der zuvor vom Redakteur bestimmten Reihenfolge vorgelegt. Dann wird noch der Kamerakontrast und die Farben richtig eingerichtet. Und wenn alles soweit ist, dann kann die Sendung auch schon anfangen. Der Bericht aus Brüssel ist keine Live-Übertragung. Das heißt, dass falls ein Fehler auftritt, man die Moderation, den Übergang oder die Kameraeinstellung nochmal anfangen kann. Im Studio sind jetzt nur noch die Kameramänner und der Moderator. In unserem Fall die Moderatorin. Zwischen den Berichten werden die Kamerapositionen immer gewechselt, damit der Zuschauer nicht immer das gleiche Bild vor den Augen hat. Das geht aber ruckzuck. Die Kameras sind alle auf Dollys montiert, die man sehr leicht durchs Studio rollen kann. Weil die gesprochenen Texte oft sehr lang sind und damit die Moderatorin ihr Text nicht auswendig lernen muss, wird hier im Fernsehen ein kleiner Trick angewendet. Vor dem Kameraobjektiv
ist ein Spiegel montiert, auf dem der Text spiegelverkehrt gespiegelt wird. Der Sprecher kann also den Text folgen und trotzdem weiterhin in das Objektiv gucken. Wenn dann alles gefilmt ist, wird die Sendung nach Köln überspielt und abends dann von dort aus im Fernsehen gezeigt. So wird eine Sendung gemacht. Viel Information in wenig Zeit. Zur Entspannung zeige ich euch kurz, was unser Studio noch alles macht. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier vor der Europäischen Kommission. Aber im Grunde ist es nichts anderes als ein grüner Hintergrund. Diese Stanze wird bei Live-Übertragungen gebraucht. Wenn man von unseren Korrespondenten in der Tagesschau oder in den Magazinen etwas wissen möchte, stellen sie sich dahin und können hier vor Ort die Frage beantworten. Der Hintergrund bekommt dann einfach das Bild, das zum Thema passt. Die Technik? Ganz einfach. Alles, was grün ist, wird durch ein Bild ersetzt. Und wenn ihr das seht, das erinnert euch bestimmt an etwas, oder? Das Studio in Brüssel ist das größte Auslandsstudio der ARD. Hier hängen viele Lampen. Sehr viele Lampen. Insgesamt sind es über 50. Dazu kommen noch 3 Kameras, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel wird diese für die Live-Schalten benutzt. Durch einen Umschalter kann man definieren, ob man die Kamera von der Regie aus steuert oder ob sie manuell von einem Kameramann gesteuert wird. Diese Kamera wird eher für den Bericht aus Brüssel benutzt. Man kann sie sehr einfach verschieben, aber sie wird ausschließlich manuell bedient. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie behält man den Überblick bei den vielen Lampen? Das ist ganz einfach. Gesteuert werden sie alle von hier aus. Jede Lampe kann individuell verstellt werden und das alles von diesem Platz. Diese vielen Zahlen sind die Nummern von den Lampen. Das hier heißt zum Beispiel, dass die Lampe Nummer 2 auf 90% von ihrer vollen Leistung steht. Einen Raum habe ich noch nicht gezeigt. Eigentlich hätte ich das schon längst machen müssen, denn das ist einer der wichtigsten Räume hier im Gebäude. Das nämlich die kompletten Serveranlagen, die Geräte, um die Verbindung weltweit herzustellen, die Kamerasteuerung, die Speicherplätze, also quasi das Herzstück des Studios. Wie ihr es hören könnt, muss ich hier fast schreien, damit ihr mich hören könnt, weil in diesem Raum eine Lüftungsanlage gebaut ist, damit nichts überheizt. Das war das ARD-Studio in Brüssel. Ihr habt es gesehen. Viele interessante Berufe gibt es hier. Mir hat dieses Praktikum Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant. Das sagt wahrscheinlich jeder nach seinem Praktikum, aber hier durfte ich überall mitmachen, Fragen stellen, angucken, versuchen. Die Mitarbeiter waren freundlich, einladend, haben mir Vertrauen geschenkt. Das hat alles dazu geführt, dass ich mich hier sehr wohl gefühlt habe. Ich konnte sehr schöne Einblicke bekommen von diesem Fernsehleben. Die Leute hier haben einen sehr schönen Beruf, der ihnen Spaß macht. Wow, also wenn das ginge, würde ich am liebsten 1 oder 2 Monate noch länger bleiben. Aber wozu dient denn ein Praktikum? Um Berufserfahrung zu sammeln, um das Berufsleben kennenzulernen? Aber bei mir hat das noch mehr bedeutet. Ich wollte nämlich wissen, ob ich für diesen Job gemacht bin und ob ich bereit werde, daraus meine spätere Arbeit zu machen. Dieses Praktikum hat mir die Chance gegeben, mich im Bereich des Fernsehens und des Films umzusehen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich später im Bereich der Medien arbeiten werde. Vielleicht nicht direkt beim Fernsehen. Vielleicht eher im Spielfilm oder bei der Werbung. Und das war mein Ziel, genau diese Erkenntnis zu bekommen. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich später den Job machen werde, von dem ich sonst immer nur hätte träumen können.